Und keine Verwandlung. Och nö. Oh, cracked in screen, cracked in screen, cracked in screen, cracked in screen. Ja! Thank you, Dragon Balls. Okay, mindestens einen garantierten SSR habe ich. Und es ist... Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Summon-Video. Wir summon diesmal bei Rise and Dragon Carnival. Ich habe den LR-Banner und den Kategorie-Banner weggelassen und den Fusion-Banner sowieso. Weil Kategorie, der einzige, der mich anmacht, ist der Trunks für Shadow Dragons Deck. Also ja, für mein Shadow Dragon Team. Und der physische Gotenks einfach, weil ein Dupe immer geil ist. Und deswegen dachte ich so, nee, lohnt sich irgendwie nicht. Ich will mir nämlich Stones aufbewahren für ENT Gogeta. So, wir haben hier einen neuen Banner, der Rise and Dragon Carnival, der immer kommt, bevor ein Dorken Festival Banner kommt. Und wir haben hier Fascia, bla bla, Super Saiyan Bardock, Super Saiyan Bardock und den scheiß Gohan. Vegeta, die Mai ist mindestens noch okay, das ist eine gute Stunnerin. Der Freezer ist auch noch okay. Ihr seht, eigentlich sind hier nicht sehr viele gute Charakter. Aber man kann für 15 Stones Multis machen und, was sehr wichtig ist, hier sind alle LRs drin, die in Global zurzeit existieren. Das heißt, Gohan ist drin, Goku Black ist drin, Broly ist drin und Majin Vegeta ist drin. Habe ich jemanden vergessen? Nee. LR Bojack und Trunks gibt es ja noch nicht, die sind nur in JP. Und ich dachte mir, die 5 Summons mache ich jetzt, dann habe ich trotzdem noch genug Stones für ENT Gogeta. Also, ach ja, meine Stones habe ich beim Yonko. Yonko-Summer, glaube ich, heißt er. Das ist im Prinzip der Verkäufer, den ich schon früher hatte. Also, er ist jetzt nicht neu. Und er ist einer der vertrauensvoll, also dem, wo man echt vertrauen kann. Also, ich habe da schon seit ich Videos mache, habe ich schon immer bei dem gekauft. Früher halt woanders, nicht im Facebook. Aber ich verlinke die Facebook-Gruppe gleich unten als erstes drin. Da könnt ihr joinen und dann könnt ihr ihn anschreiben, um euch billiger Stones zu kaufen. Und sagt dann schöne Grüße, dass ihr von Ryosuke kommt. So, dann wollen wir mal anfangen. Ich sag's euch, ich will unbedingt LR Gohan. Was auch nicht nett wäre, wäre ein Dupe. Oh, ein Raumschiff. Echt jetzt? Okay. Super Saiyan? Super Saiyan 2? Okay. Keine Animation. Aber ein SSR ist, glaube ich, garantiert gewesen. Oder? Nein, nicht mal. Also, wir fangen an mit Sabon. Dann Super Saiyan Bardock. Tenshin Han. Botemo. Ich habe wieder zu schnell gedrückt. Amount. Oh, es sind aber nur 5 Charakter. Das habe ich natürlich jetzt nicht gelesen. So, ach ja, für die Leute, die Free-to-Play-Spieler sind, zieht da nicht. Klar, ihr wollt LRs, aber wenn ihr in den LR Goku Black gezogen habt und ihr habt Black, könnt ihr eigentlich schon zufrieden sein. Ihr solltet echt euch die Stones aufbewahren für ENT Goketa. Ich ziehe da jetzt einfach nur, weil, wie gesagt, ich versuche mein Glück, ich habe genug Stones. Und ich... Oh, gar keine Animation. Oh, verwandle dich nicht. Nein! Mann! Ich hätte gerne einen Beigeist. Ja, Super Saiyan 3. Komm, bitte, bitte, bitte ein LR. Bitte ein LR. Bitte ein LR. Okay, wir haben erstmal diesen scheiß Trunks. C19. Den Bardock. Oh, der letzte ist es wahrscheinlich. Cell. Und, okay, komm, komm, komm. Bitte, 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 bitte. Nein, der Tricks Trunks, Mann. Dein Ernst. Fick mich da. Ach, den brauche ich gar nicht. Kann ich den überhaupt in den ENT reinbatschen für die Super Tech? Das weiß ich nicht mal. Muss ich mal echt gucken. Der ist nicht gut. Der ist eigentlich echt scheiße. Egal, machen wir weiter. Also. 2, 3. 3 Raumschiffe. Super Saiyan. Super Saiyan 2. Okay. Wieder keine garantierte Animation für einen SSR. Piccolo. Babidi. Riz. Ich habe schon wieder zu schnell gedrückt. Tenshin Han. Und der letzte ist...
Yancho, ich hasse dich. Boah, Yancho, ich hasse dich so sehr. Okay, wir haben noch zwei Summons. Ich krieg natürlich keinen LR. Ich habe LR Broly, das ist der einzige, den ich habe. Der ist zwar nicht schlecht, ich benutze ihn im World Tournament sehr gut, sehr oft. Aber ich habe halt keinen Dupe, also er kann nicht critiken. Das ist halt richtig scheiße. Ach, wieder keine Animation für einen sicheren SSR. Ach, der scheiß Android C17. Freezer. Schade. Das ist natürlich jetzt mein SSR gewesen wieder. Der hässige ENT-Vegeta und der Trixianchu. Gelitten. So, jetzt machen wir noch einen. Jetzt habe ich noch 666 Stones. Mr. Satan links. Komm, Rainbow. Komm, Rainbow. Ach, kein Rainbow. Ich hätte gern mal beim Beigeist wieder. Also Beigeist ist echt, was ich sehr selten nur noch sehe. Ich meine, It's Over Freezer und so weiter, das kommt schon noch ab und zu mal. Oder Thank You Dragon Balls, aber ein Beigeist kommt so selten. Also Bardock. Das wird bestimmt wieder ein Death Multi. Ha, oder auch nicht, ich krieg die Fascher. Nochmal ein Bardock. Yancho. Und Supreme Keim auf Time. So. Jetzt gehen wieder die normalen Multis los. Ich brauche eh 600 Stones nur für die Banner. Deswegen. Jetzt bin ich mal überlegen. Ich könnte zweimal hier ziehen. Aber wie gesagt, den brauche ich nicht mehr. Dann habe ich genügend. Der wäre halt der einzige gute wirklich. Der und der da. Den habe ich nämlich auch immer noch nicht. Also ich weiß nicht wieso. Aber den Rest brauche ich eigentlich nicht. Deswegen, da zu ziehen, ist halt auch so eine Sache. Ich mache jetzt hier auf jeden Fall erstmal noch ein Single. Drei Raumschiffe. Instant Super Saiyan. Super Saiyan. Nur Super Saiyan, geil. Es war ja klar, dass da jetzt Müll rauskommt. Aber wisst ihr was? Ich riskiere jetzt noch einmal 50 Stones hier. Ich weiß, dass es ein bisschen wahnsinnig, weil ich weiß eh, dass ich jetzt nur Scheiße rauskriegen werde. Wahrscheinlich wird das sogar ein verdammtes Death-Multi. Vier Raumschiffe, okay. Und keine Verwandlung. Och nö. Oh, cracked in screen, cracked in screen, cracked in screen, cracked in screen. Ja! Thank you, Dragon Balls. Okay, mindestens einen garantierten SSR habe ich. Und es ist... der physische... Super Saiyan Gott Vegeta. Oh, das ist natürlich traurig, dass das jetzt mein garantierter SSR war. Goten KT. Da kommt bestimmt jetzt nichts mehr. Babidi. Mann, gib mir doch ein LR Gohan. Ich weiß, dass sie die raten. Ah, der ist okay. Okay, zwei SSR. Da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Oh, Kakao. Ich krieg halt... Ich schwöre, ich krieg bei den Summons... Oh, nie ein LR, wie gesagt, nur Broly habe ich und der war ja auch gefeatured. So, jetzt mache ich noch zwei Singles und dann war's das. Oh Mann. Mr. Saturn rechts, das ist immer das geilste Zeichen überhaupt. Ja, komm, gib mir mein SR, Yancho. Super Saiyan 2 und nix. Und SR, Yancho. Oder nee. Ach, Krillin, Klatzkopf. So, jetzt einmal, das machen wir noch. Und da war es das aber auch wirklich. Wieder Mr. Saturn rechts. Ja, danke, danke, Dockenbette. Dankeschön. Och, nicht mal eine Animation. Danke. Jetzt kriege ich noch ein Rare. Wow, okay. Komm, bitte. Naja, okay, ein SSR. Ist der, kann der überhaupt was? Der ist physisch. Golden Warrior. Prepare of Battle. Kann ich damit irgendwas anfangen? Ich habe ihn halt noch nicht gehabt, deswegen von daher, ich behalte ihn mal jetzt, aber... Naja, so viel dazu.
Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Free-to-Player-Spieler, ihr seht ja, was ich da gezogen habe. Ist jetzt nicht an... War da überhaupt ein richtig guter Charakter? Jetzt mal ohne Scheiß. Wir haben... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 SSRs. Von denen du der Bardock okay ist. Der ist ein guter Supporter beim physischen Team. Der Trunks, der ist eigentlich voll grottenschlecht, finde ich. Der Freezer ist okay. Nee, das wollte ich nicht. Der Freezer ist echt okay. Der hat echt ne, also seine Ding. Seine minus 80% von den Damages ist halt schon geil. Scheiße. Boah, was will... Was? Pape Gales? Ah, die gehört echt zu dem Viber-Team? Ja, super. Vielleicht kann ich sie doch irgendwann mal benutzen. Den brauche ich sicherlich nicht. Den habe ich schon mindestens 20 Mal gezogen. Ja, okay, der Bardock ist gut. Der Bardock ist gut. Bei den Goku muss ich jetzt noch gucken, ob der eigentlich... Seine Links sind halt so... Kann man den raken? Muss mich mal gucken. Auf jeden Fall, dich... Ah, stimmt. Ich habe... Aber für die Leute, die es halt nicht mitbekommen haben, ich habe ja auch so gezogen. Also ich habe bei den letzten Videos nicht aufgenommen. Also ich habe Khalifa habe ich gezogen, die ist auch im Banner drin. Kale habe ich auch gezogen, die ist auch in dem Banner drin. Also es sind schon sehr viele SSRs drin, aber es ist dann auch sehr viel Schrott drin. Wo ist denn überhaupt mein Super Saiyan Gen 3 Goku? Ich habe den nämlich auch gezogen. Der muss doch Super Attack. Ja, da oben ist er ja. Den liebe ich. Der mit meinem Gogeta und dieses Kakao-Bomb um mich für euch, weil ich feier die. Den muss ich noch ein bisschen weiter typen. Kann ich sowieso empfehlen. Dieser Vegeto ist der Shit, ey. Ich liebe den. Also mit dem Kakao-Bomb um anzugreifen, ist richtig geil. Naja, auf jeden Fall, das war's vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da und schreibt Kommentare. Und wie gesagt, geht auf jeden Fall in den Link und bei, ihr könnt mir bei dem echt vertrauen. Ich bin da schon immer sein Kunde gewesen bis jetzt. Und der ist echt nice, der Yonko. Wenn ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe. Yonko-sama. Und wie gesagt, sagt liebe Grüße von Ryosuke. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.